Es herrschte absolute Dunkelheit. Nichts zeichnete sich sonderlich in der Finsternis ab. Doch in den Raum sollte auch nichts sein, außer dieser unerträglichen Stille. Aber in den Ecken, dort wo in einiger Höhe mal Fenster waren, lagen nur noch Scherben. Die übrig gebliebenen Öffnungen waren verdeckt von etwas Weichem und Nassem. Ich wollte gar nicht genau darüber nachdenken. Mein Zeitgefühl war bereits kurz nachdem es aufhörte, mit Bomben zu regnen, verschwunden. Ich konnte erst seit einigen Tagen hier im Keller sein, oder bereits seit einer Woche. So oder so würde die Welt brennen. Doch langsam ging mir das Wasser aus. Es war nur noch eine kleine Flasche übrig, die ich an mich presste. Sicherlich weniger als ein halber Liter. Ich musste zurück an die Oberfläche. Vielleicht wartete jemand auf mich. Mein Großvater, meine Mutter, irgendjemand. Oder nichts war mehr da, nur verbrannte Dinge. Der Geruch von verbrannten und verwesenen Fleisch kam nur sehr langsam in den Keller. Aber er war trotzdem da. Und an eben diesen orientierte ich mich. Schnell fand ich die schwere Stahltür. Mein Großvater war zu meinem Glück sehr paranoid und hatte unseren Keller, so gut es ging, in einen Atomschutzbunker verwandelt. Und trotzdem kamen die Bomben überraschend. Niemand konnte mit dem ersten Abschuss von Amerika aus rechnen. Und kaum jemand hatte erwartet, dass bald jedes Land anfangen würde zu bomben. Die Hölle war ausgebrochen und ich hatte mich in diesem Loch vergraben. Ich drehte mit meiner letzten Kraft am Schloss der Tür, die mit einem lauten Luftstoß aufschwang. Unvorbereitet traf mich der grelle Sonnenschein und zwang mich, die Augen zu schließen. Gleichzeitig wallte mir flackernde Hitze entgegen, als wäre direkt vor mir ein riesiges Feuer. Nach einigen Momenten wagte ich es, sie wieder zu öffnen. Weiße Flecken tanzten durch mein Blickfeld und kurz dachte ich, es würde schneien. Asche, kein Schnee. Das Haus meiner Eltern, meiner Kindheit, bestand nur noch aus einer schiefen, kaputten Wand und einigen verkohlten Holzstücken auf verbrannten Boden. Trauer überkam mich. Niemand war mehr da. Mein Blick fiel auf einen fremden Schuh, der neben einer halb eingestürzten Wand lag. Nur ein bisschen verschmort. Verstörender war wohl das Bein, das noch im Schuh steckte. Knapp unter dem Knie abgerissen oder weggesprengt. Mein Magen knurrte. Ich suchte mit meinen Augen die Umgebung ab. Zerdrückte oder explodierte und immer noch brennende Autos. Verkohlte Bäume, aufgerissene Straßen und auf jeden Quadratmeter mindestens eine zerfetzte Leiche oder ihre Teile. Und selbst einige Leichen brannten. Hustend machte ich mich auf den Weg. Nicht, dass ich einen Plan oder ein Ziel hatte, aber dumm zwischen Leichen stehen und Hunger leiden ist auch keine Option. Denn hier würde ich nie Wasser oder Nahrung finden. Ich klammerte die Wasserflasche an mich und stieg über einige Trümmer auf die Straße. Die Welt hatte sich selbst innerhalb eines Tages ausgelöscht. Wundervoll. Die Staatsoberhäupter waren seit dem Dritten Weltkrieg nur noch idiotischer geworden. Schimpfte mein Großvater zumindest immer. Er hatte mit meiner Familie schon sehr früh einen genauen Plan ausgearbeitet,
aber offenbar hatte damals nur ich ihn aufmerksam zugehört. Stechender Schmerz, als ich wieder an ihn dachte, durchzog mich. Neben einigen Autos lagen mehr Leichen. Verzweifelte letzte Fluchtversuche. Konnte wohl keiner rechtzeitig entkommen. Oder den Bomben. In einem verbrannten Garten am Ende der Stadt lag ein Kind. Doch ich entdeckte keine Brandspuren an ihrem Körper. Stattdessen waren auf ihrer Haut unzählige rote Flecken blutig gekratzt. Auf der Erde lag Erbrochenes, größtenteils nur pure Galle. Dieses Mädchen war den Flammen entkommen, doch die Strahlung war offensichtlich noch schlimmer und gnadenloser. Armes Kind. Mein Herzschlag setzte kurz aus. Doch Mitleid oder Angst würde mich nur aufhalten. Ich war draußen. Würde ich der zerstörten Straße folgen, käme ich nach New York. Das ursprüngliche New York wurde während des Dritten Weltkriegs zerstört und auf den Ruinen wieder erbaut. Vielleicht waren dort noch weitere Überlebende. Vielleicht konnte meine Familie doch fliehen. Hoffnung kam in mir auf, keimte wie eine junge Pflanze bei ihrem ersten Licht. Vielleicht wurde alles gut. Langsam setzte ich einen Fuß vor den anderen, wackelig und unsicher. Und kratzte aggressiv an einem der roten Flecken auf meinem Arm, die ich erst jetzt im Licht der Sonne sah. Verdammt. Der Tod, ein unglaublicher Vorgang. Und es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Weißt du, es gibt die angenehme und die unangenehme Todesart. Zu den angenehmen zählt, wie ich finde,